Hallo meine Lieben, ich bin Emily und auf meinem Kanal geht es um Spiritualität, Selbstliebe, Selbstentwicklung und viele mehr. Heute soll es um das Thema Ernährung gehen und zwar Ernährung allgemein und Ernährung auch hinsichtlich der Hermetisch und der hermetischen Gesetze. Grundsätzlich ist die Ernährung ein Werkzeug auch der Hermetik und da gilt das Gesetz der Analogie, wie innen, so außen oder in anderen Worten, du bist, was du isst. Anders gesagt, dein Körper ist ein ganzheitliches System, also bildet eine Einheit mit deiner Seele und mit deinem Inneren. Und Seele, Geist und Körper sind eine Einheit. Und wenn eins von diesen Dingen nicht in Balance ist, dann sind auch die anderen Dinge nicht mehr so richtig in der Balance. Deswegen ist die Ernährung sehr wichtig. Natürlich wissen wir alle oder die meisten von uns, dass energetisch und klimatisch gesehen der Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten schon mal nicht gut ist. Aber was wir häufig unterschätzen, ist, dass wir auch neben Antibiotika und Wachstumshormonen oft indirekt durch tierische Nahrung auch Stresshormone zu uns nehmen. Wie kommen diese Stresshormone in die Produkte? Beim Schlachten und auch beim Melken, gerade in konventioneller Haltung, sind die Tiere häufig in Stresssituationen und haben nicht genug Zeit, auf die Situation zu reagieren und werden dann entweder ruhig gestellt oder aber sie produzieren eben Stresshormone in dem Moment. Sowas wie Cortisol, Adrenalin oder Noradrenalin. Das erklärt auch tatsächlich, kann das erklären, warum du, wenn du jetzt viel tierische Produkte, also Milch oder Eier und auch Fleisch in Mengen isst oder in größeren Mengen, dass du, gerade wenn die aus konventioneller Haltung sind, eher vielleicht gestresst bist, ohne es dir erklären zu können. Also ohne es dir nur von außen erklären zu können. Natürlich weitere Gründe für Stress oder Angstgefühle auch können auch sein, dass du zu viele Gedanken hast, die sich auf die Zukunft fokussieren oder auch, dass du ein mangelndes Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein hast. Aber auch der Verzehr von tierischen Produkten kann durch diese Stresshormone noch mal mehr Stress auslösen, als du ohnehin schon dem Alltag ausgesetzt bist. Und dann empfiehlt sich natürlich, einfach mehr pflanzliche Produkte und weniger tierische Produkte zu essen. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt an der Ernährung ist, dass durch pflanzliche Ernährung auch sehr viel mehr Biophotone in deinen Körper kommen. Diese Biophotone werden durch Photosynthese in den Pflanzen produziert und sind in Pflanzen in Mengen enthalten. Gerade Pflanzen, die also wirklich viel Sonne ausgesetzt sind und frisch geerntet werden, haben viele Biophotone. Und das ist natürlich Obst und Gemüse und natürlich auch andere Pflanzen. Und tatsächlich sind Biophotone eigentlich Lichtmoleküle. Also sie sind dafür da, dass viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper stattfinden, zwischen unseren Zellen werden Botenstoffe übermittelt und werden dadurch, also genau, Informationen zwischen den Zellen übermittelt und dadurch kann der Organismus besser arbeiten. Je mehr Biophotonen wir also im Körper haben, desto besser geht es uns, aber tatsächlich nicht nur desto besser geht es uns, sondern desto bewusster sind wir auch. Warum? Weil eben Biophotonen Lichtmoleküle sind. Und warum Lichtmoleküle? Weil ich ja eben schon erwähnt habe, diese Biophotonen entstehen bei der Produktion von Photosynthese. Also bei Photosynthese wird das in den Pflanzen produziert, die Biophotone. Und zwar in den Pflanzen. Also, das heißt, wir sind eigentlich Lichtkörper, weil unsere Zellkommunikation durch Biophotone
die aus pflanzlicher Ernährung kommt, funktioniert. Natürlich nehmen wir auch Licht anders auf, dazu komme ich gleich auch nochmal. Aber merke dir, je höher die Frequenz der Biophotonen in deinem Körper also ist, desto besser fühlst du dich und desto bewusster kannst du auch sein, denn dein Körper ist Licht, dein Körper funktioniert gut, deine Zellen funktionieren gut und desto besser kannst du bewusst Gedanken fassen, desto besser geht es dir generell. Und daher kommt auch das Sprichwort, dass man die Erleuchtung hat, weil man tatsächlich, also das damit auch zusammenhängt, wie man sich ernährt. So, und wie steigere ich jetzt, wie steigerst du dein inneres Licht? Natürlich, indem du jeden Tag mindestens 1 bis 2 Stücke Obst und 1 bis 2 Stücke Gemüse, je mehr, desto besser, aber natürlich so viel, wie du brauchst und kannst, isst. Und da gilt immer Tipp, je länger die Pflanze Licht aufnehmen konnte und je weniger Zeit seit der Ernte vergangen ist, desto mehr Biophotone sind in der Pflanze enthalten, also auch in dem Obst und Gemüse. Ja, und wie gesagt, Pflanzen sind wahre Meister darin, Licht zu verstoffwechseln und das sind eben dann die Biophotone, die da entstehen durch die Sonneneinstrahlung. Ja, und weitere Tipps sind, dass du jeden Tag an die Luft gehst, also zweiter Tipp, an die Luft, nach draußen und in die Sonne guckst. Also wenn du 15 bis 30 Minuten nach draußen gehst, in die Natur und in den Himmel guckst oder in die Sonne, natürlich nicht direkt, aber in den Himmel, dann sind deine Augen sind besonders lichtempfindlich und das braucht auch der Körper. Der braucht Licht, um Energie zu haben. Der braucht Licht, um zu arbeiten. Also nicht nur innerlich, sondern auch von außen. Und das tut einfach generell gut. Das gehört also auch mit dazu. Dann, dritter wichtiger Tipp, dass du jeden Tag Atemübungen machst, also immer wieder zwischendurch tiefe Atemzüge, damit dein Körper mit frischem Sauerstoff versorgt wird, mit frischer Luft. Oder auch zwischendurch mal wirklich bewusst, dass du mehrere Atemzüge nimmst und dann vielleicht auch anschließend eine Meditation machst. Dazu kann ich dir auch nochmal mein Video zur Meditation hier verlinken. Und als vierten wichtigen Tipp, dass du jeden Tag Sportübungen oder Dehnübungen machst oder Yogaübungen. Also ideal sind 10 bis 15 Minuten, wo du dich wirklich dehnst, mal streckst, mal irgendwie die Hände nach oben, alles mal dehnst und streckst, weil wir ja oft vergessen, gerade wenn wir den halben Tag im Homeoffice sitzen oder den ganzen, dass der Körper auch mal wieder erfüllt werden muss und eine Einheit bildet mit dem Geist. Und erwiesenermaßen ist es auch gut, wenn man dann mal rausgeht oder mal Sport macht, weil dadurch auch das Gehirn besser funktionieren kann, wenn man einer Arbeit nachgehen muss. Dann kriegt man vielleicht auch nochmal neue Ideen. Ich selber mache das auch täglich, immer abends, dass ich 10 bis 15 Minuten so eine Mischung aus Yoga und Yoga-Übungen und Sportübungen mache, also Fitnessübungen, wo ich meinen Rücken auch damit stärke. Und manchmal mache ich es auch morgens und abends. Und das tut mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, das Wichtige natürlich daran ist die Regelmäßigkeit. Ganz genau. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und hinterlass mir gerne Kommentare, wenn dir noch was dazu einfällt. Und abonniere mich gerne. Und hinterlass mir gerne auch einen Daumen und bleib gesund. Wir sehen uns sehr bald. Bis zum nächsten Mal.